Der Prophet sagt hier, Yusbihu Rajul Mu'minan, also er beschreibt hier diesen Einfluss der Fitan auf die Menschen, dass die Menschen auch so yani wandelnd werden. Sie wandeln sich ständig. Und er sagt, der Mensch ist am Morgen ein Mu'min und am Abend ist er bereits wieder ein Kafir. Was ist aber mit Kafir hier gemeint? Muss nicht unbedingt Kafir sein im Sinne von, dass er den Islam verlässt. Der Begriff Al-Kufr wird im Kontext des Koran auch verwendet für den sogenannten Kufru al-Ni'am. Tamam? Kufr al-Ni'am, das heißt Undankbarkeit. Und yani, jemand, der die Gnaden Allahs leugnet und undankbar wird. Deswegen sagt Allah Ta'ala im Koran, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا قَرِيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. Und pflege für sie das Gleichnis einer Siedlung, die sicher lebte und wie nennt man den? مُطْمَئِنَّة, yani sicher und wohlbekommen lebte. Dann sagt Allah, فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. Sie, hier wird das Wort Kafara benutzt mit dem Begriff بِأَنْعُمِ اللَّهِ. Also sie leugnete die Gnaden Allahs. Mit leugnen ist gemeint das praktische Leugnen. Oder das abstrakte Leugnen. Abstrakt meine ich im Sinne, dass man sie gar nicht anerkennt. Oder praktisch leugnet, indem man nicht dankbar ist. Denn der Dank wird ja nicht nur ausgeführt durch das Herz, sondern der Dank ist eine Handlung, die ausgeführt wird oder ausgelebt wird durch das Herz, durch die Zunge und durch die Handlungen des Menschen. Ein arabischer Dichter sagte, er bringt das auf den Punkt, er sagte, أفادتك النعماء مني ثلاثة. أفادتك النعماء مني ثلاثة. Deine Gunst gegen mir über bringt dir drei Dinge. Er sagte, ضمير المحجب, also mein Gewissen, also dieses Schuldempfinden, das man gegen jemanden hat, wenn er dir eine Gunst oder Gnade erweist. Zweitens, er sagte, meine Zunge, die darüber spricht, die sich positiv äußert über dich, die dich lobt und preist und dich im Guten nennt, und meine Hand, die handelt auf eine Art und Weise, die beweist, dass ich dir dankbar bin. Also das könnte hier auch gemeint sein. Es könnte aber auch gemeint sein, der tatsächliche Kufr, denn wie die Ahlul-Ilm sagen, wenn die Fitan sich häufen oder diese, wenn wir das als eine Art Dunst sehen, Dunst oder Rauch, wenn der Rauch zunimmt, irgendwann ist es so dunkel, dass man da gar nicht mehr durchschauen kann. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte in einem anderen Hadith, er sagte, تُعْرَضُ الْفِتَنْ عَلَى الْقَلْبِ فِتْنَةً فِتْنَةً. Die Fitan werden dem Herz sozusagen vorgeführt. Oder das Herz des Menschen wird konfrontiert mit den Fitan. Fitna für Fitna.